Willkommen zurück auf Port Olisar. Heute wollen wir uns wieder mal einen Fighter vornehmen, und zwar die Super Hornet. Also die größte und wahrscheinlich mächtigste Version der Hornet, die es aktuell für den zivilen Markt erhältlich gibt. Wir fahren gerade mal die Leiter aus. So. Einsteigen und reinsetzen. Es gibt ja die verschiedensten Hornet-Varianten, und das ist hier die größte, längste und wahrscheinlich schwerste. So. Gut, so sehen wir aus. Jetzt werde ich mal abheben. Gleich mal. Raum starten. Sieht hier schön die Taster. So. Und jetzt mal die Lande, das Fahrwerk einfahren, die Flügelchen ausklappen. So, zack. So sieht's aus, wenn ich jetzt ein bisschen von hier weg will. Genau. Suchen wir uns als erstes mal den Auftrag raus. Wir sehen, dass wir heute ein bisschen was haben, ja. Sehen, welcher nicht verdeckt ist. Der ist verdeckt. Aber dort. Genau. Der Planet dreht sich ja auch, und damit auch nehme ich an, dass die Station sich mit bewegt. Und deswegen ist mal ein und mal ein anderer Ablink in der Theorie vom Planeten verdeckt und nicht verdeckt. Das stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe es noch nicht genau überprüft. So, schauen wir mal, was dort los ist. Bei diesem Com-Array. Und ob wir es mit Piraten aufnehmen können, mit dem Super Hornet. So, also ein bisschen Geschwindigkeit runternehmen. Scanning. Bogie, scanning. Fly off. Bogie, scanning. It's not your business. So. Oh. Ist schon eine Schussweite. Ich feuer jetzt mit allem, was ich habe, drauf. Warte kurz weg. Gut, den habe ich. Und jetzt praktisch der nächste. Der nächste kriegt eine Rakete von mir drauf. Also versuch's zumindest. Ja, und das hat auch funktioniert. Ihr seht, die Super Hornet ist wirklich super. Jetzt fliegen wir zu diesem Ablinken, stellen ihn wieder her, und dann schauen wir uns das Schiff noch mal ein bisschen genauer an. Ja, wir wollen ja unsere Mission ordentlich abschließen. So, ich sollte mal bremsen, um nicht gegen die Station zu rauschen. Bei der Hornet ist es immer schön, man braucht nur das Dach aufmachen und schon ist man im Weltraum. Ja, fahren wir es vor, steigen aus. Und jetzt hin zur Station. 730 Com-Array. Kennt das ja. Man sucht sich hier die Röhren. Wusch. Folgt den Rohren. Bis zum Uplink und schaltet den wieder ein. Und schon hat man zum einen Geld verdient, zum anderen wird das zumindest vorübergehend eine piratenfreie Zone. Weil ab jetzt können Gesetzlose hier von der Security einfach vertrieben werden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, verhaftet möglicherweise. Später vielleicht. Aktuell ist es immer ein Fight. So, da schwebt unser Hornet F7CM. Und gleich schauen wir an, was dieser Hornet von jeder anderen Hornet unterscheidet. Also schon mal die Größe. Sie ist 1,5 Meter länger. Also die Maße sind 24 Meter mal 21,75 mal 5,30 Meter in der Höhe. Gut.
Und anschauen tun wir sie uns genau im Asteroidenfeld von Jela. Weil man da einfach so eine schöne Sicht hat. Springen wir mal hin. Auf geht's. Sind ja ganz in der Nähe, wie es scheint. So. Also, Super Hornet. Asteroiden. Jetzt mal. Ihr seht, wenn ich hier Schwenks mache, dauert es eine ganze Weile, bis sie ihre Ausrichtung annimmt. Also sie sackt schnell durch. Ist halt ein schweres Teil, aber das sollte trotzdem keinerlei Probleme bereiten. Ich kann ja auch zur Seite schießen oben. Ist halt alles gimbelt. Alle Waffen sind gimbelt. Gut. Und jetzt gebe ich mal Full Speed. Dass man mal sieht, wie schnell die auch ist. Ist nicht wie, als wenn man jetzt eine Aurora oder so auf Cruise Speed bringt. Die hier macht 610. Also das ist schon ordentlich. Und damit kann man auch ganz schön schnell reisen sozusagen. Aber jetzt wollen wir uns mal genauer ansehen, wie die Bewaffnung schon ausschaut. Dazu tun wir jetzt wieder mal Geschwindigkeit runternehmen. Außenansicht. So, wir sehen jetzt hier unter der Hornet, also in der Mitte, ungefähr die Raketen, die ausgeklappten. Vorhin habe ich eine losgeschickt, hat ziemlich schnell diese Aurora da erledigt. Also gegen eine Super Hornet wirken die meisten anderen kleinen Fighter ein bisschen hilflos. Aber dafür ist es ja auch eine Super Hornet. Was sie jetzt besonders geeignet, würde ich mal sagen, für Anfänger macht. Wenn wir jetzt mal hier schauen. Sie hat nur Energiewaffen. Also sie braucht praktisch keine Munition und die Energiewaffen, ich versuche jetzt mal die zuzudrehen, dass sie auch wieder nach vorne zeigen. Wir sind gerade wahrscheinlich im Schatten von irgendeinem Asteroiden. So, gut. Also wenn ich jetzt schieße, geht nach vorne. Wenn wir uns das jetzt in Kopplung anschauen, geht alles aufs selbe Ziel. Also wir schießen mit den grünen Lasern unter den Flügeln, mit dem oberen Turm und dem unteren Lasergeschütz. Alles aufs selbe Ziel. Das ist natürlich schön, und die sind gimbelt. Man kann praktisch nur vorbeischießen, wenn man sich ganz viel Mühe gibt. Naja, ein bisschen zielen sollte man schon können, aber mit der Hornet ist wirklich nicht schwierig zu treffen. Auch für einen Anfänger ist es da einfach. So, was macht kann die Super Hornet noch? Also sie kann jetzt keine Fracht mitnehmen. Dafür ist sie nicht gemacht. Aber sie hat noch einen Vorteil. Sie hat nämlich da, wenn ich da mal aussteige, hinter dem Pilotensitz einen zweiten Sitz, der zum einen den Turm, den da hinten, steuern kann und zum anderen einfach die Schilde konfigurieren, taktische Hilfe oder auch Kommandos geben kann. Also das hier da. Der eigentliche Chef sitzt, der einem Piloten nur sagt, was er tun soll. Und natürlich, das ist sehr schön für Fluglehrer oder so. Also der kann, jetzt seht ihr die Ansicht, die, also diese virtuelle Ansicht, die der Turm hat. Da unten steht Dorsal Turret. Ja. Ich kann ihn gerade nicht feuern. Wahrscheinlich muss, um den Turm ordentlich zu bedienen, muss da, gibt es gerade ein paar Anzeigefehler. Um den Turm ordentlich zu bedienen, muss da vorne sicherlich auch einer drin sitzen, der ja eigentlich die Systeme hochfährt oder damit die Systeme ordentlich hochfahren und man auch das wirklich benutzen kann. Ich kann nämlich zurzeit nicht feuern. Aber man sieht da oben die Zielerfassung
Und man sieht, welche, dass ich die zwei Repeater habe, also die auf dem Turm sind. Aber man kann natürlich auch von dieser Ansicht in die Normalansicht wieder wechseln. Gerade ein bisschen finster. Also egal, und hier kann man schön dann Anweisungen geben, was der da vorne machen soll, beziehungsweise man kann die Aussicht genießen, wenn man einfach nur ein Mitflieger ist sozusagen, also ein Passagier. Wenn vorne einer drin sitzt, dann geht auch hier sicherlich das Verdeck zu. Das ist alles an den vorderen Sitz gekoppelt, weil es ja auch keinen Sinn macht, nur hinten drin einen sitzen zu haben, weil es sich von hier aus ja nicht fliegen lässt sozusagen. Ich kann hier keine Steuerung übernehmen. Allerdings, wenn ich jetzt aussteige hier hinten, wird man sehen, dass die Animation wirklich nicht dafür gedacht ist, dass man allein hier hinten sitzt, weil gleich, wenn ich zum einen mal ja, wird Piratensound abgespielt, weil ich nicht weiß, wo der herkam. Zum anderen war die Tür, also das Verdeck plötzlich zu. So, jetzt ist wieder geschlossen. Jetzt steigen wir wieder vorne ein. Also dieses Einsteigen und Aussteigen im Weltraum ist wirklich sehr schön mit der Hornet. Also vor allem, wenn man Aufträge zu erledigen hat und im All raus muss, irgendwas tun. Das ist wirklich von Vorteil. Hier sieht man nochmal die ganzen einzelnen Bedienelemente. Das praktisch jetzt kein Target haben und so, aber alles ist übersichtlich natürlich hier so in dem HUD sowieso verbaut. Also man sieht immer, wie es einem geht. Dort oben sieht man schön in der oberen linken Ecke, wie sich die Schilder aufladen. Man hat hier vier Entsprechungen, von hinten, links und rechts. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schild reagiert, wenn ich von oben getroffen werde. Also wenn jemand oberhalb von mir drauf schießt. Aber es wird sich sicherlich dann prozentual verteilen auf die in der Nähe liegenden seitlichen, vorderen, hinteren Schilde zum Beispiel. Gut. Jetzt schauen wir es uns doch nochmal von außen an. Unsere Super Hornet. Ist ein mächtiges Teil, ist ein Fighter und hat auch entgegen allen anderen Hornets einen Jump Drive. Ist also nicht auf ein Trägerschiff angewiesen, wenn es mal ein Sonnensystem verlassen soll, sondern kann selbst dorthin springen. Natürlich ist der Treibstoff auch irgendwann aufgebraucht. Das Nachtanken oder doch ein Unterstützungsträgerschiff benötigen kann. Aber es kann theoretisch allein auf große Reise gehen. Das macht es natürlich auch sehr attraktiv. So. Und jetzt restauren wir nicht den Uplink, sondern geben erstmal Gas wieder. Genau, und versuchen unter diesem Asteroiden da wegzutauchen. Indem wir ein bisschen nach unten fliegen. Und jetzt geht's auf nach Port Olisar. Weil wir haben die Super Hornet jetzt schön getestet. Und wir haben gesehen, ja, ist halt ein Tank. Ein Panzer. Ihr habt gesehen, wie schnell die Piraten das Zeitliche gesegnet haben. Also wer einen Fighter braucht, wer gern Fighter-Pilot ist, ist sicherlich mit einer Super Hornet gut beraten. Es ist ja auch eins der beliebtesten Schiffe. Ihr seht hier auf der Landeplattform sind sehr viele Super Hornets. Das liegt daran, dass aktuell ich hier gerade in Star Citizen eine Woche ist, testet doch alle mal die Super Hornet sozusagen. Und sogar Free Flight, also ihr habt Star Citizen nicht gekauft, könnt aber trotzdem mal reingucken und anspielen. Ist natürlich auch immer eine Sache, man braucht eine ganze Weile, muss ich sagen, um in Star Citizen ordentlich fliegen zu lernen. Ich weiß nicht, ob eine Woche hier mit der Super Hornet einem schon das richtige Gefühl vermittelt. Aber
Aber es ist eine schöne Chance, auf jeden Fall. So, wir haben aufgesetzt. Ich würde mal sagen, das war unser Test in PU, der Super Hornet. Ja, außer der Super Hornet gibt es natürlich noch die normale Hornet, die kleine F7C. Was heißt klein? Ne? Etwas kleiner. Die allerdings Fracht mitnehmen kann. Also es gibt eine Hornet, die Fracht mitnehmen kann. Die schauen wir uns andere mal an. Dann gibt es die Ghost. Die getarnte Hornet. Oder die tarnbare Hornet, die man nicht so leicht auf dem Radar orten kann für Infiltration und so weiter. Ist schwarz. Dann gibt es die Scout-Variante, also praktisch das Gegenteil. Damit kann man praktisch versteckte Sachen orten, beziehungsweise gut scannen, was auch immer zu scannen ist. Und dann gibt es die F7A, die Militärvariante, die allerdings zurzeit oder die allerdings im Moment nicht fliegbar ist, weil sie ja eigentlich nur dem Militär gehört. Ich bin natürlich kein Militär, sondern ein Zivilperson. Deswegen kann ich auch nicht plötzlich ins Militär reinmarschieren und sagen, ich will euer F7A mal ausprobieren. Gut, also das zu den Hornets. Andere Hornet-Tests werden eventuell später folgen. Für heute sage ich erstmal Tschüss und bleibt Star Citizen gewogen.